Ja, Leute, einen schönen Sonntag euch an erst einmal. Ja, ich wollte mal hier wieder mal ein bisschen zeigen über mein Videospiel. Ich habe es noch nicht so richtig in einen optimalen Form gezeigt, nur meinen Streams, aber nicht als Endprodukt bzw. nicht als Ergebnis meiner Übung, die ich damals gemacht habe. Da habe ich alles nachgelassen, weil ich mich mehr auf die Programmierung der Steuerung konzentriert hatte, bzw. andere Sachen noch zu tun habe. Ja. Und darum zeigen wir die Charakter-Designs, ja. Das ist ein Charakter, den ich noch nicht vorgestellt habe, weil ich die Musik nicht hinbekommen habe. Hier haben wir ja schon den, da haben wir ja auch die Musik, wenn ihr die kennt. Ja, das Charakter-Design gefällt mir ziemlich gut, habe ich auch darum hier gelassen, dass man es auch sieht. Charakter-Select, Charakter-Select Konzept. Habe ich auch eine Team gemacht, sogar zwei. Aber ich glaube, den zweiten habe ich gar nicht gehört, ne? Na gut. Charakter, den ich noch nicht vollständig gemacht habe. So, kann ich das irgendwo hinstellen am besten? Naja, mache ich jetzt so. So, da habe ich das ja ein bisschen komprimiert. Ich zeige auch mal die etwas größeren und schmierigen, weil ich musste die Körpergrößen ja ändern, weil das so groß ist, wa? Vielleicht passt es jetzt noch immer noch nicht, aber schon besser als dann später gezeigt wird. Ja, übrigens gleicher Charakter. Mir gefällt das irgendwie ein bisschen besser, ne? Das habe ich nicht so optimal hinbekommen. Habe das Hemd weggelassen. Oder die ganze Aura, die da rechts. Schnauze ich selbst. Oh. Ach, Update am Arsch. Das ist Updates. Jetzt fliegen wir die Biete wieder runter. Genau. Genau, da habt ihr den Unterschied. Achso, ich glaube, das habe ich neu gemacht, aber mir gefällt der Gesichtsausdruck besser. Das ist nicht, ich habe keine perfekte Vision davon. Weil der Körper ist scheiße, das ist aber besser. Ja, muss ich auch vielleicht neu machen, aber ich habe das eher gedacht als Pixel-Grafik, das sage ich auch später, das kann man es eh nicht so deutlich darstellen. Vielleicht einfach kombinieren, wäre auch mal nicht schlecht, ne? Aber ich war ja so schlau, das alles neu zu zeichnen. So viele Minuten habe ich denn überhaupt? Keine Ahnung. Mache ich einfach, weil es so lang es geht. So, mir gefallen da die Beine nicht so gut. So hölzern jetzt, ist auch gar nicht mal Stil, ne? Aber ich glaube, es hatte wegen dem Platz so gepasst. Na, das sehen wir dann ein Jahr später. Da habe ich auch viele Vorzeichnungen gemacht, welche am besten wäre. Da habe ich zu wenig von der Hand gemacht, irgendwie. Mal schaut euch die Hand an, die ist nicht so schön gemacht. Und bei Pixelgrafik ist es schon etwas schwieriger, das zu machen. Auch wenn ich die viel höher mache als alle anderen. Die Reichweite, ich glaube, das habe ich akzeptiert, das Bild. Da habe ich ja sowieso sehr viele. Sehr viele Vorzeichnungen, nicht nur das bisschen, sondern auch andere. Ja, Owaro. Ziemlich groß ist der Typ, habe ich gemacht. Wollte ihn ein bisschen größer machen, aber ich finde seine Hände sind viel zu klein. Das ist nicht so optimal. Die habe ich auch öfters gezeichnet. Ich glaube, das habe ich neu gemacht, oder? Weiß nicht. Ja, Hand sieht nicht so gut aus, mal zum Teil. Bei Pixel-Grafik ist es eh nicht so alles perfekt, oder?
Da habe ich die Kampfstellung da geändert von ihr. Vielleicht werde ich das dann auch anders machen, ne? Weil da bin ich auch nicht ganz zufrieden. Ich bin eigentlich nicht zufrieden bei irgendwas bei den anderen. Gesichts gefällt mir gut. Wie nennt man das denn? Keine Ahnung. Alle diesen, die ja rettest du detailliert, ja? Aber auch nicht perfektus. Bin ja nicht Mr. Perfekt. Da habe ich auch die Kampfstellung ja geändert, wie gesagt. Ja. Oh, fliegt alles runter. Ist nicht optimal, nicht Mr. Perfekt. Ah, da sieht man ja eine, die, wo ich einfach drauf losgezeichnet habe, da sage ich, das ist dann die Kampfstellung. Pose ist ja gleich, aber es war viel zu groß, der Schuh kommt nicht mehr richtig durch hier. Das sieht jetzt nicht mehr richtig durch, viel zu groß gezeichnet, aber es sieht gut aus, halt, ne? Hätte es nicht auch so, ich muss manchmal groß zeichnen, weil ich das sonst nicht hinbekomme, habe, denke ich mir manchmal. Und seht ihr her, gutes Ergebnis. Muss ein bisschen scharf machen, jawohl. Sehr schön. Sieht man schön gut die Bleistiftzeichnungen. Die Augen habe ich ja komplett geändert, weil das so aussieht wie das Byakugan von Naruto ursprünglich. Das habe ich dann geändert. Das gefällt mir dann tatsächlich dann auch besser, ne? Wenn es dann Farbe ist. Das ist dann noch crazier als sonst. Ja, die großen Zeichnungen, die kann ich irgendwie besser. Ich könnte es eigentlich komprimieren und dann in den ins Bild machen können, aber es sei ein bisschen geschummelt. Hätte es noch detaillierter. Ich weniger Probleme, wenn ich groß zeichne. Aber später dazu, warum das dann geändert wurde oder musste. Weil ich war nicht der Schlauste auf der Welt. Wieder andere Zeichnung von ihm. Das ist, glaube ich, auch wieder groß. Es gefällt mir besser. Ja, die großen gefällt mir immer besser irgendwie. Aber das lässt sich nicht so leicht ändern. Ihr seht es ja. Ah ja. Schön. Da habe ich auch wieder ein paar Vorzeichnungen gemacht, welche am besten sind. Da sieht man, ja, da sieht man schon, dass es ein bisschen geschmiert ist. Da gibt es dann später Probleme. Das ist aber in Ordnung. Oh, aber sieht man vielleicht beim Opposen fast so gut wie nie, wenn man meinen Stream gesehen hat. Ja. So, war ein kleiner Schnitt. Habe ein bisschen mehr Laune gemacht, weil es ein bisschen so langweilig wird sonst. Ja, wo waren wir denn? Ja. Die Kampfstellung war mir nicht zufrieden. Ich habe zwar Bild geändert, sieht aber nicht so danach aus, wie das eigentlich haben wollte. Auch gar keine Änderung, weil es der. Weil ich es ja schon mal vorgezeichnet habe, wie die großen anderen, die ich schon gezeigt habe. So, hier kommen wir jetzt zu den interessanteren Sachen. Übrigens, das Thema ist hier drin. Gerade. Wenn man sagt. Ja, Pixel-Grafik. Genau gesagt, wie nennt man das noch einmal? Am besten. Grafikpapier, genau. Was ich noch nicht so geändert habe, nicht bemerkt habe, das ist der große, dicker, ja, sind ja nicht so dick, aber wenn man genau hinschaut, sind es dann 5. Dann haben wir schon hier 50 Pixelgröße. Das heißt, hätte ich das vorher gemerkt, würde ich das viel schneller sehen und so. Weil ich habe es immer einzeln gemacht. Einer ist 5, da haben wir dann 10 bloß, ne? Und so geht es halt schneller, ne? Ja, da bin ich eigentlich zufrieden. Aber es geht immer besser, sage ich immer. Handy ist noch sehr detailliert. Ist mir gut gelungen in dieser Form.
Nächstes, das gefällt, hat mir nicht so gefallen. Die Hände zum Beispiel. Oh, Kapstelle. Ja, die Füße sind ein bisschen lang, aber hier geht das besser als in der anderen Zeichnung, die ich hier gezeigt habe. Hoffe, das kann man mir irgendwann verzeihen. Beziehungsweise, ich habe noch das noch nicht gemacht in der bisschen gerade fake umgewandelt, dass ich das ja, ich mache es ja immer so, dass ich das in einer einscannen lassen und dann habe ich es auf dem Computer, da kann ich das so nah reinzoomen, wie ich will, dass ich es genau sehe, wo die Grenze ist, und wie ich das dann ändere, ob ich die dann so lasse, wie ich das sehe, oder nach den Regeln. Wo die Regeln sind, jetzt ja anders zu bewerten. Ja, okay, da mal wieder Psyche. Ja, Charakterverstellen mache ich mal auch mal anders. Das soll ja nur Charakterdesign sein. Die will ich eigentlich alle reintun, ne? Das sind alle Charaktere, die ich schon gezeichnet habe. Nur ich habe nicht die ganzen Movesets komplett durch. Ich habe, glaube ich, gar keinen komplett zu 100% durch. Bei einigen habe ich noch nicht richtig angefangen, weil ich bin nicht sicher, wie die genau ausschauen sollen. Die Augen sind okay. Vom Pixelgrafik sieht das eh ganz anders aus, aber so dezent wie möglich am besten. Weil mein Ziel ist eben, dass ich in Pixelgrafik die Augen gut hinbekomme. Vielleicht ist es tatsächlich zu klein. Wie groß ist denn das denn jetzt? Schauen wir selber. 10, 20, da ein bisschen weniger, 200, 200, ich meine 100, 90 vielleicht. Ungefähr. Also, wie ich gesagt habe, das kann ich durch den kleinen Trick dann schneller errechnen, ne? Zählen, beziehungsweise. Ich habe das sonst immer einzeln gezählt, das ist Blödsinn. Ziemlich groß, ich finde ihn ein kleines bisschen so groß vielleicht. Bei den Füßen ein bisschen kürzer höchstens, aber Körpergröße ist in Ordnung. So ist es eigentlich gut, aber wie finde ich die Hand? Diese Hand ist vorher klein gezeichnet. Das ist schlecht gemacht. Nee, muss ich was neu machen. Oder ich kann mal schauen, ob ich das retten kann, weil es geht ja in der Pixelgrafik gerne, ne? Wenn ich so detailliert mache, dann wird das schwieriger. Das gefällt mir nicht. Ne, muss ich neu machen. Ich könnte es ja mal versuchen, das per. Wie nennen wir das denn? Per. Das Original, die groß gezeichnet sind, wie diese. Das in Pixelgrafik direkt umzuwandeln. Ohne dies in diesen Katzen zu zeichnen. Es wäre aber viel, viel besser. Ja. Aber die Kunst kann ich nicht, darum verwende ich das hier. Und es haben wir auch Capcom ersten Kick gemacht. Allerdings ist es keine Pflicht gewesen. Ich frage mich schon, wie die das dann gemacht haben. Die haben es eigentlich sehr vereinfacht dann gemacht. Ne? Nicht mal zähl hier. Die habe ich tatsächlich in Pixel, den habe ich tatsächlich in Pixelgrafik geschafft. Wie die andere. Das sind eigentlich nur die einzigen, die ich da gemacht habe. Ich habe dann das praktisch aufgehört, beziehungsweise auf was anderes konzentriert. Die andere ist ein bisschen zu groß, aber es soll ein bisschen größer werden. Ich glaube, das sieht aber in Endprodukt, beziehungsweise in Pixelgrafik in Ordnung aus. Was neu ist, da habe ich ja die Augen in Hand und Fuß gemacht. War vor Anfang nicht gedacht. Aber sieht halt gut aus, also, finde ich. Vielleicht lasse ich das ja auch so ab, beziehungsweise habe ich schon gemacht. Ja, okay, das waren, glaube ich, alle Charaktere, ne? Ja, also sehen wir. 10 Charaktere sollen es sein. 1, 2, 3. 4, 5,
6. Tatsächlich, da fehlen ja auch viele Charaktere. Da fehlen ja dann noch. Das ist ja nicht jetzt halt so optimal, dass da welche fehlen. Nach meiner Richtung muss es eigentlich nicht fehlen. Schauen wir mal da hier. Wir fehlen da noch. Ne, ich habe doch alle gemacht. Komisch. Vielleicht kann ich auch nicht sehen, Leute. Achso, ja, fehlen noch tatsächlich. Die da habe ich ja nicht so gut vorbereitet in diesem Fall. Jetzt sehe ich ja schon, wer da fehlt. Ah, ohne Momentum. So, hier habe ich es eigentlich mal. Der habe ich, glaube ich, nur gezeichnet, wie ich gesagt habe. Bisschen verbessert die Hände. Gesicht ist ja in Ordnung, ne? Ich glaube, das war das, was ich dann doch zu Ende gemacht habe. Ich habe das manche Sachen habe ich zweimal gezeichnet. Genau. Die hat, glaube ich, gefehlt von den Charakteren. Ja. Die Geheimnisse bleiben noch da. Aber ich will vielleicht da noch was ändern auch noch. Ja, nicht so groß, eigentlich eine der kleinsten Charakteren, aber später dazu, was die alles da noch drauf haben. Das eine habe ich, glaube ich, auch neu gezeichnet. Gesicht gefällt mir sehr gut, die Augen, ne? Hoffentlich kriege ich das in Pixel, glaube ich, danach dann hin, ne? Soll eine offensive Kampfhaltung sein. Ja. Geht mir auch gut, die. Sieht in der Bleistiftzeichnung nicht so gut aus, aber das ist sehr detailliert. Auch wenn es nicht perfekt ist. Eigentlich ist nichts perfekt. Und hier die größte Pixelgrafik, die ich habe. Was geht aufs Maximale? Ja. Da gefällt mir echt. Da habe ich das Gesicht tatsächlich kombiniert, wie ich vorhin mal gesagt habe, dass das nicht gut war. Durch der. Da fliegen doppelte Aura, Ausstrahlung, wie man sieht. Über die Pixel gezeichnet. Vielleicht jetzt ein bisschen nach rechts schieben müssen. Das ist sogar über drüber, wie das da und da auch. Ne? Das passt ja gar nicht mehr so richtig ran. Das ist Maximale. Nicht der Körper selbst halt, ne? Ja. Mal schauen, das habe ich auch gar nicht so geschafft, wie es sein soll oder wie ich haben wollte. Naja, jetzt aber noch einmal. Zwei Charaktere haben wir schon. Müssen die doppelte mal auch sortieren ein bisschen. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 und die Nummer 10. Ja, das waren jetzt halt alle Charaktere, die dann ins Spiel reinkommen sollen. Ich habe noch immer keinen richtigen Namen. So ein bisschen Kopfschwenken habe ich da schon, wie es sein könnte. Ja. Wie schaut es denn aus, ne? Ah ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Und mal schauen, ob man spielt, tatsächlich irgendwann fertig wird, weil es ist schon über 5 Jahre her, wo ich gesagt habe, ich mache das. So schnell ist es dann doch nicht fertig gewesen. Ja. Das mit dem Programmieren ist ja eine eigene Geschichte wieder. Grafik muss ja auch noch halten, ne? Habe ich ja auch nicht so crazy viel gemacht. Wenigstens habe ich einmal die Charaktere gezeichnet. Ja, Pixelgrafik habe ich auch noch nicht umgewandelt, weil ich darauf warte, bis ich es perfekt kann, hier auf Blatt Papier zu machen. Aber es wird langsam. Also, schau mal, ob mein Spiel fertig wird. Bye bye.